Hallo ihr Lieben, hier ist Xenia. Heute machen wir zusammen diesen wunderbaren Kranz aus Hefeteig und Käse und ganz viel Kräutern und Knoblauch. Ich wollte nur vorab sagen, dass ihr das auch mit normalem gekauften Hefeteig machen könnt. Schmeckt genauso lecker. Also viel Spaß beim Schauen. Ciao, ciao. Für den Hefeteig brauchen wir 500 Gramm Mehl. Etwas Zucker, also schaut mal so einen Teelöffel und 2 Teelöffel Salz. So, und dann kommt noch Trockenhefe, eine Packung. So, und dann mache ich warmes Wasser dazu. Wird das Ganze geknetet. Mal schauen, wie es wird, ob das Wasser reicht. Also ich merke, das ist jetzt noch zu klumpig hier. Dann mache ich noch ein bisschen Wasser dazu. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Wasser reingemacht. Jetzt kommt noch ein bisschen Mehl rein. Also der Teig ist jetzt fertig. Schaut mal, so fest muss es sein. Jetzt lasse ich ihn hier zugedeckt eine Stunde stehen. Dann rühre ich ihn um. Er geht hoch. Rühre ich ihn um und dann muss er noch mal eine Stunde hochgehen. Also meine Lieben, ich habe den Teig gestern gemacht, also das Video, und dann habe ich es nicht geschafft, weiterzumachen. Ich musste dann weg. Also habe ich das einfach in den Kühlschrank gestellt, dem passiert gar nichts. Seht ihr, der ist immer noch schön aufgegangen. Jetzt verarbeite ich ihn. Ihr könnt ihn auch einfrieren, wenn ihr mal zu viel gemacht habt, könnt ihr das einfrieren und dann irgendwann mal auftauen und Pizza machen oder irgendwas auf die Schnelle, wie auch immer. Jetzt habe ich hier Gouda-Käse, den habe ich so in Sticks geschnitten. Manche sind etwas dünner, dicker, also ungefähr sollten die alle gleich sein. Falls es nicht reicht, nehme ich dann noch Leerdamer Käse. Ich habe früher immer geriebenen Käse genommen, aber ich glaube, mit so Sticks wird es schon ein bisschen mehr Käse drin sein. Dann noch was ganz Wichtiges sind Kräuter. Ich habe hier Dill aufgetaut und Petersilie und 3 Zehen Knoblauch klein geschnitten. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Salz für die Masse. Also ruhig so einen gut gehäuften halben Teelöffel. Und dann nehmt ihr entweder ein Ei oder Öl. So, nicht so viel. Ungefähr so, ja. Soll nicht darin schwimmen. Okay, und das Ganze gut verrühren. So. So, und jetzt geht's weiter. Okay, jetzt stelle ich die Kamera noch ein bisschen nach hinten. Jawohl. Also die Arbeitsfläche habe ich jetzt hier bemehlt. Die Hände werde ich mit Öl ein bisschen einreiben. Teig. Opa. Mähe ich durch. Teig aus. Also nach dem Kühlschrank muss man den noch ein bisschen ruhen lassen, dass er wieder Zimmertemperatur bekommt. So, jetzt habe ich den Teig so ausgerollt. Der hat mir genau die Breite von dieser Rolle hier, von hier bis da, so. Den Teig habe ich circa
5 mm oder vielleicht sogar 4 mm dick ausgerollt. Jetzt kommt hier an das eine Ende Käse dran. So, hier schneide ich es ungefähr ab und verschließe den. So entsteht so ein Röllchen hier, schaut mal. So. Und weiter geht's. Genau. Könnt ihr noch mal so ein bisschen ausrollen, dass diese Naht hier zu ist. So. Wir machen nur Käse, kein Salz, kein Kräuter, nur Käse rein. Alles schön verschließen. Der Käse sollte möglichst dann beim Backen nicht rausfließen. Den Backofen habe ich schon eingeschaltet. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Teig. So, jetzt geht's weiter. So sieht es dann aus. Jetzt verflechten wir den Korb hier. Also wenn ich unten anfange hier, dann geht es hier über den nächsten rüber. Der nächste kommt dann wieder hoch. Das Ende tue ich so ein bisschen drauf. Also die Endungen sollten schon möglichst zu sein, sonst fließt der Käse raus. Jetzt geht es wieder über, jetzt geht es drunter und so weiter und so fort. Und die Enden so ein bisschen zusammen drücken. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten. Hier habe ich unten angefangen, da fange ich jetzt oben an. Jetzt wird es lustig. Hopp. Dann geht der andere wieder rüber. So. Also zu eng gedrückt soll das nicht sein, weil der Teig geht noch auf. Jetzt ist es wieder, fängt man wieder unten an. So. Bloß nicht durcheinander kommen. Schmeckt so lecker zu Grillpartys, einfach so mal, heute gibt es bei mir das zum Salat. Ah, jetzt ist es wieder drüber, drüber, drunter, drüber, drunter. So, jetzt mache ich das als Ende hier. Ich habe eins übrig, dann lege ich einfach neben dran. Das kann man auch so essen, wunderbar. So, so, unten, oben, unten, oben.
mal, wie schön das geworden ist. Oh, Kamera richtig hinhalten. Ist aber noch nicht das Ende. Wir haben ja noch ganz viel Kräuter. Also mit dem Pinsel geht es auch. Oder mit dem Löffel. Einfach schön großzügig auf unserem Kranz hier verteilen. Möglichst nicht viel auf dem Boden. Also ich meine, der Dill ist auf jeden Fall ein Muss dabei. Dill und Knoblauch, ansonsten dann noch Petersilie oder Schnittlauch oder alles zusammen. Und schön großzügig. So, es ist soweit, jetzt kommt es in den Backofen. Wenn es fertig ist, sage ich euch, wie lange es drin war. Der Kranz ist jetzt fertig. 35 Minuten war es im Backofen bei 200 Grad. Es hätten aber auch 30 Minuten gelangt. Ich habe ihn jetzt ein bisschen zu lang drin gehalten. Schmeckt sehr lecker, ganz kross von außen und innen schön käsig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß. Tschüss.